Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Video-Folge. Und die Sabine und ich, wir freuen uns jetzt schon sehr, weil wir sind gerade von unserer ersten Fortbildung quasi zurückgekommen und wir sind auch ganz beseelt, weil das so schön war. Und ja, wir wollten einfach nochmal drüber sprechen und mit euch teilen, was uns bei unserer Fortbildung mal wieder aufgefallen ist. Und zwar würde ich sagen, dass das Thema generell komplex ist. Genau, was meinst du mit dem Thema? Das Thema Rektusdiastase, das Thema Rückbildung, das Thema Training, es ist sehr komplex. Ja, und ja, wir haben ja auch in der Fortbildung versucht, das alles so ein bisschen zu vereinen und haben dann auch schon gemerkt, dass dieser Blick fürs Ganze nicht so einfach ist. Genau. Oder? Genau, auch für unsere erfahrenen Kolleginnen ist es nicht so einfach. Und also mir ist immer wieder aufgefallen, dass vor allem die sehr sportlichen Kolleginnen immer wieder Übungen wollten. Und was machen wir jetzt für Übungen? Und was können wir denn jetzt noch machen? Sag ich jetzt, mach mal langsam. Wir müssen erst die Zusammenhänge klären und gucken, was los ist in diesem Körper, bevor wir irgendwie jetzt noch mehr Übungen machen. Also ich finde, das ist so mein Ding, was ich rausgenommen habe, was mir vor allem aufgefallen ist, dass diese Komplexität noch nicht so ganz eingesunken ist. Ja, also ich denke, es ist ja auch jetzt so, ja, ich denke schon auch so mit einmalig, dass wir das so als Ganzes betrachten und dass wir uns nicht auf einen Teil dieser ganzen Rückbildungsgeschichte, also Postpartum-Frauen, konzentrieren, sondern dass wir versuchen, das im Ganzen zu sehen. Denn jeder hat ja so sein eigenes Steckenpferd schon im Laufe der Zeit sich zugelegt. Ne? Die einen haben schon eine Beckenbodenfortbildung, die anderen eine Rektusdiastase-Fortbildung. Wieder andere sind Osteopathen und arbeiten da viel mit Postpartum-Mamas. Also da kommt auch viel zusammen, was auch total bereichernd war, muss ich sagen. Also dieser Austausch in der Gruppe war wirklich toll. Und jetzt auch in der Nacharbeitung haben wir gedacht, geben wir nochmal so einen kleinen, ja, so einen Einblick in so eine ganz spezielle Sache. Und diese ganz spezielle Sache ist halt die viel diskutierte und kontrovers diskutierte, Nicole? Rektusdiastasenstudie. Die genau. Studie, ja, und ich meine, wir wollen uns nicht anmaßen zu sagen, irgendeine Studie ist falsch oder so. Ich meine, die haben ja schon alle ihren Sinn. Nur, wir würden halt gern so ein bisschen die Leute anregen, über den Tellerrand zu gucken. Ja, auch mal, auch für uns, ne? Wir denken ja auch drüber nach, ne? Wir lesen das, wir schauen danach, wir recherchieren und nehmen uns die Zeit auch dafür und überdenken das ja und sehen uns das natürlich kritisch an und hinterfragen uns selbst dann dabei natürlich auch, ja. Diese Podcast-Folge soll so ein bisschen dazu anregen, da auch einfach mal noch andere Perspektiven mit einfließen zu lassen in die Überlegungen und halt nicht so, wie wir es eben schon gesagt haben, so nur auf einen Punkt fixiert zu sein. Ja, genau, nur auf diese Lücke zu gucken. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen sehr eindimensional. Es ist sehr beschränkt auf einen Teil vom Körper, der wieder fit gemacht werden soll, aber ohne den ganzen Rest zu beachten. Und das finde ich wirklich ein bisschen, gefährlich ist vielleicht übertrieben, ja, aber ich finde es halt so ein bisschen bedenklich, ja, dass man sich einfach nur auf eins so stürzt. Willst du denn mal gerade was von der Studie erzählen, über die wir jetzt, oder die so der Aufhänger auch war für unsere Folge heute? Genau, also ich denke, die Studie, von der haben schon wahnsinnig viele gehört, gehe ich mal davon aus. Und was mir eben nochmal aufgefallen ist, weil ich habe mir die eben nochmal ganz genau durchgelesen, also wie gesagt, nicht, dass ich mir jetzt alles merken kann und dass ich hier der Wissenschaftsexperte bin, um Gottes Willen, ja. So Studien werden ja nach bestimmten Standards gemacht. Aber das allererste ist einfach die Fragestellung. Und die Fragestellung ist nicht, also so wie es immer interpretiert wird oder wie ich das ganz oft in den sozialen Medien sehe, schließen Sit-ups
Eine Rektusdiastase, und ich finde, das ist eigentlich das, was am meisten verbreitet wird. Macht Sit-ups, macht diese Übungen, dann wird die Rektusdiastase besser. Nee, die Fragestellung in der Studie ist, macht es die Rektusdiastase schlimmer? Ich finde, das ist ein ganz anderer Kontext. Ja. Machen Sit-ups eine Rektusdiastase schlimmer? Ist ein anderer Ausgangspunkt, ja, als wenn ich sage, Sit-ups helfen bei einer Rektusdiastase, was sie nämlich laut Studie nicht tun. Ganz explizit schreiben die das in der Studie, konnte nicht festgestellt werden. Also ich kann euch das alles verlinken, ich mache das in einen Blogartikel und mache Screenshots, wo das, was ich sage, drinsteht. Ne? Mhm. Also ich finde, das ist nochmal ein ganz anderer Ausgangspunkt, wenn man das so sieht, dass die Fragestellung nicht war, helfen Sit-ups, sondern machen sie es schlimmer. Und die Studie belegte, dass... Die Studie sagt, es macht es nicht schlimmer. Macht es nicht schlimmer. Aber die Studie sagt nicht, hilft total gut. Ja. Finde ich, ist ein Unterschied. Und was man auch bedenken sollte, ist, dass in der Studie nur 70 Frauen waren und 35 Frauen von den 70 Frauen haben diese Übung gemacht. Und die anderen 35 waren die Kontrollgruppe. Das heißt, es waren nur 35 Frauen, die diese Übung gemacht haben. Und es waren am Anfang, ich glaube, 277 oder 200, 277 Frauen. Und davon wurden 177 schon von vornherein ausgeschlossen. Gibt es da einen Grund? Gab es da einen Grund dafür? Ja, die haben dem Standard der Studie nicht entsprochen. Das heißt, diese Frauen, die in der Studie sein sollten, sollten alle ungefähr gleich sein. Ja, klar. Warum? Ja, klar. Nur das Dumme ist einfach, dass das jetzt 35 Frauen waren, die alle gleich waren. Ja, was ist mit den anderen, die allein schon in der Studie ausgeschieden sind? Und das Argument ist ja, was ich auch oft lese, dass, naja, die haben jetzt halt diese Frauen genommen, weil das die Art von Rektusdiastase ist, die am meisten vorkommt, dass die meisten Frauen einfach so aussehen. Die haben einen niedrigen. Was über die Größe gesagt oder irgendwas? Ja, das steht da alles in der Studie drin. Die haben ein BMI von 24, 25, die wiegen alle dieselben Kilos, die sind alle ungefähr gleich groß, die haben alle ungefähr dieselbe Rektusdiastase, und zwar eine sehr kleine eigentlich. 2 cm bis 2,8 cm. Und eben, da kann man sich ja schon wieder gleich streiten, was ist überhaupt eine Rektusdiastase? Und also das sind im Grunde genommen nicht die Frauen, die wir in unseren Postpartum-Rückkursen oder auch in der Behandlung haben, ne? Nee, und vor allem es sind auch nicht die Frauen, die schon von vornherein wieder ausgeschieden wurden. Ja? Ich glaube, es sind 72% der Frauen wurden für die Studie nicht genommen. Also das Argument, dass die meisten Frauen so aussehen und so viel Kilos haben, das stimmt ja schon von vornherein nicht, weil 72% wurden ja schon wieder aussortiert. Ja, das sind ja mehr als mehr. Ja, das sind ja, das ist ja nicht die Mehrheit, dass diese 35 Frauen von den 277 oder 47 oder wie viel es waren, das ist ja nicht die Mehrheit, das sind ja nur 35. Also das meine ich schon, da hapert schon das Argument, ja, die meisten Rektusdiastasen sind halt so. Ja, also ich denke, das Problem ist halt tatsächlich, dass, wie du es auch gerade am Anfang gesagt hast, dass die Fragestellung eine andere war. Und es ist ein Unterschied, ob ich diese Frage stelle, schadet es oder bringt es was? Es ist super, dass es diese Studien gibt, und es ist ja auch toll und es ist auch klar, dass, wenn wir jetzt den Bauch trainieren, ja, dass da die Rekti an Kraft und Kraft und Muskelzuwachs bekommen, ja, die stärker werden, sie dicker werden und sich, wenn sie halt im Alignment sind, auch wieder aneinander nähern. Das ist ja, das ist alles unbestritten. Ja, das ist ja auch gut. Und ich meine, das wissen wir ja eigentlich auch. Aber jetzt warte mal. Von anderen Körperteilen. Ja. Ja, aber jetzt warte mal, weißt du, bei den 35 Frauen, die getestet wurden, bei denen hat es nichts schlimmer gemacht. Mhm. Was wäre mit den anderen gewesen, mit den anderen 177 Frauen, wenn die dasselbe gemacht hätten? Ja, wo ich mich frage,
Ja, also würde ich das Ergebnis Spekulation, ne, bezweifeln. am Ende. Ja, Genau, ja. aber das Problem ist eigentlich, dass man sich dann so darauf stürzt und daraus dann was macht, was es letztendlich gar nicht ist, sondern nur einfach ganz nüchtern. Das Training, was die dort gemacht haben, schadet der Rektusdiastase nicht. Super. Ja, und das ist es auch, ja. Ja, und ja, ich finde es halt gefährlich, von so einem Ergebnis auf alle zu schließen. Also das ist mein erster Punkt, von 35 Frauen auf alle Frauen schließen. Nur weil es bei denen nichts gemacht hat, heißt es nicht, dass es bei den anderen nichts macht. Und dann zu sagen, macht alle Sit-ups, das ist alles ganz toll. Und vor allem dann zu interpretieren, Sit-ups helfen bei einer Rektusdiastase. Und das sagt noch lange nichts aus. Jetzt kommst du. Das sagt nichts über die Qualität der Linea alba aus. Das sagt nichts über die Stabilität im Rumpf aus. Das sagt einfach nur, dass die Muskeln dicker werden. Und zwar um 0,7 Millimeter. In einer anderen Studie wurde von milder und moderater Rektusdiastase gesprochen. Das war bei den Schwangeren, glaube ich, erinnere ich mich. Und mild und moderat wird bezeichnet als 2 bis 3 Finger und moderat 3 bis 4 Finger. Also das ist eine Studie von 2016. Und was ich jetzt total interessant fand, ist, dass es eine Studie gibt von der Deutschen Herniengesellschaft. Die ist von 2019 und die wollen sich gerne auf so eine Einheit, ein einheitliches Maß einigen. Und da sind die auch dran, das praktisch ja, in die Welt zu tragen. Und da gehen die aus von einer kleinen Rektusdiastase unter 3 Zentimetern ist eine kleine Rektusdiastase. W2 ist dann die nächsthöhere, 3 bis 5 Zentimeter. Das wäre dann praktisch moderat, ja, also wenn man es jetzt mal so übersetzen wollte. Und W3 ist über 5 Zentimeter. Also diese drei Einteilungen hat diese Deutsche Herniengesellschaft mal aufgestellt, auch mit entsprechenden Referenzpunkten zum Messen. Also das finde ich prinzipiell total gut, dass man sich da endlich auch mal einigt. Was ist was und wie viel Zentimeter sind es? Wobei natürlich die Zentimeter keine wirkliche Aussagekraft haben. Vielleicht in der Hernienchirurgie ist das was anderes. Aber für uns als Therapeuten und als Physiotherapeuten, Trainer und so weiter spielt das im Grunde genommen keine Rolle. Genau, die Breite sagt, wie wir wissen, das sagen wir ja schon, das sagen aber, glaube ich, wirklich alle Ich inzwischen. glaube auch, Die Breite sagt echt nichts aus über die Stabilität. Und kommen wir wieder zurück zu unserer Studie. Wenn ich jetzt zwei Muskelbäuche habe, zwei gerade Muskeln, Muskelbäuche, das sagt nichts, also auch wenn die dicker sind, 0,7 Millimeter bei 35 Frauen, sagt es nichts über die Qualität und die Stabilität des Rumpfes aus. Ja, was bringt mir ein dicker Muskel, wenn ich ihn mit meinen Fingern auseinanderschieben kann? Das heißt nicht, dass der intraabdominelle Druck besser gehalten werden kann. Vielleicht ein bisschen schon, ja, einfach dadurch, dass vorne mehr Halt ist. Mehr Widerlager, ne? Ja. Ja. Aber wir wissen nicht, ob da nicht doch eine Rektusdiastase im Sinne einer schwachen Linie alba vorliegt. Und ich meine, wir wissen es beide aus unserer täglichen Arbeit. Ich habe Frauen, die sind sportliche Frauen, die haben echt tolle Bäuche, ja, und haben aber eine weiche Rektusdiastase. Wenn ich da jetzt, also ne, wenn ich dann immer so höre, ja, wir wären irgendwie alt und nicht auf dem neuesten Stand und so weiter, wir würden noch an alten Dingen festhängen. Sorry, das tun wir nicht, weil wir halt mit den Frauen arbeiten und halt genau diese Frauen sehen, die vielleicht jetzt andere nicht sehen, weil sie halt nicht in diesem therapeutischen Bereich arbeiten. Ne? Das muss man natürlich auch sagen. Genau. Aber es ist so, dass diese sportlichen Frauen, die einen ordentlichen Bauch haben, eine weiche Rektusdiastase haben können, weil sie den Druck noch nicht richtig regulieren können. Und das liegt dann nicht an den Rekti, die
gut aufgebaut sind oder die zu wenig sind, je nachdem, sondern es liegt am Druckmanagement und höchstwahrscheinlich auch am Transversus Abdominis, dem tiefen Bauchmuskel, der jetzt halt auch in diesen ganzen Studien gar nicht irgendwie mal erwähnt oder Das betrachtet wurde. wundert Das würde ich mir mich. mal, das würde ich mir echt mal wünschen, dass es da mal was drüber gibt, ja, dass das, was wir erfahren, also was wir empirisch immer erleben, dass das auch mal gemacht wird, ja, dass da auch mal geforscht wird. Also meines Wissens kenne ich jetzt nichts, aber wenn jetzt jemand da draußen uns hört und weiß etwas, dann bitte gerne an uns schicken oder eine kurze E-Mail mit einem Hinweis. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Aber wir sehen halt in unserer Praxis, dass wir diesen Transversus trainieren sollten, wenn der halt nicht so wirklich aktiv ist, weil er einfach, eine Kollegin hat mal gesagt, wenn sie es hört, erkennt sie sich wahrscheinlich jetzt selbst, ist im Dornröschenschlaf. Ja, nach der Schwangerschaft ist der Transversus im Dornröschenschlaf und den müssen wir wieder aufwecken. Und der ist für die Stabilisation unseres Körpers notwendig, auch zur Stabilisierung der Rectusdiastase, sprich der Linie Alba. Also ich glaube, das sind auch nochmal so zwei Sachen, ne? Also Rectusdiastase wird immer direkt mit dem Abstand verbunden, aber eigentlich beschreibt es ja die Linie Alba. Also da sind auch noch so Nomenklatursachen, die noch nicht so wirklich klar sind. Von was reden wir jetzt? Also wir haben ja auch noch den Interrectus, die Interrecti Distanz, IRD, ja, das ist halt nur diese Distanz. Ja, das beschreibt nur die Distanz, nicht mehr und auch nicht weniger. Ja, wie diese Distanz entsteht, ob das jetzt eine schlaffe oder eine feste Linie Alba ist, das geht daraus überhaupt nicht hervor. Ja. Ist auch nicht Sinn, also ist auch nicht, also der Grundgedanke gewesen, sondern die wollten nur diesen Abstand messen. Ja. Genau. Das muss man sich wirklich immer wieder überlegen, ja. Und ich meine, Nicole, wie oft telefonieren wir und reden über solchen Kram und steigern uns dann rein und versuchen irgendwie das auch für uns klarzukriegen, ja, dass wir da einfach auch immer up to date sind. Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und in unserer Fortbildung machen wir ja, wir gucken ja ganzheitlich, ne? Unsere Fortbildung heißt Postpartum Pro, falls ihr euch inzwischen fragt, was ist das für eine Fortbildung? Stimmt, aber noch gar nicht gesagt. Und wir gucken einfach, wie ist die Lage nach der Geburt, nach der Schwangerschaft? Ja, wir machen einen Befund und die Frauen haben ja nach der Schwangerschaft so ganz, ganz, ganz typische Sachen, die sie haben, also Gelenkstellungen, Körperstellungen, ja, die sind aus dem Lot in einer ganz bestimmten Art und Weise. Und viele haben genau deswegen, weil sie nicht im Lot sind, weil das Becken nach vorne gekippt ist, weil die Hormone so und so sind, haben die typischerweise auch immer, also oft dieselben Beschwerden. Ja, und was wir versuchen, unser Ziel ist es, ganzheitlich diese Frauen wieder ins Lot zu bringen. Ja, und alles, was wir machen, ist, dass die aus diesem Aus diesem Geburtsmodus Kompensationsmechanismen. auch, ne? Aus diesem Geburtsmodus zum einen, aber auch Genau, aus genau. der Haltung und der Stellung während der Schwangerschaft dann durch die Geburt gegangen sind, um sie dann wieder praktisch in ihre Statik, in ihren Und die normale Funktion normale zurückzubringen. Funktion zu bringen, genau. Genau, und viele zeigen einfach nach einer Weile und in der Schwangerschaft schon logischerweise Kompensationsmechanismen. Ja, die Rückenstrecker sind monstermäßig überspannt. Und ja, dass die Bauchmuskeln überdehnt sind, das wissen wir auch alle, das sehen wir alle, dass der Beckenboden belastet ist. Aber das macht halt was auch mit diesem ganzen Gefüge, mit der Balance der Muskulatur im Körper. Und da müssen wir ansetzen, nicht auf einer mini kleinen Lücke oder einer großen Lücke. Ja. Und uns darauf fixieren, dass wir jetzt Sit-ups machen, um diese Lücke zu schließen. Das Ja. macht überhaupt keinen funktionellen Sinn. Ja, auch für den Körper, ne, diese Bewegung, also diese Sit-ups, das Flektieren der Brustwirbelsäule macht einfach einen kaudalen Schub nach unten Richtung Beckenboden und es belastet auch die Beckengelenke, das ist die Iliosakralgelenke, ja. Die sind ja 6 Monate postpartum in der Studie gewesen, die werden sicherlich alle noch stillen. Ja. Ja, also für die, die stillen, die haben natürlich auch in diesen Gelenken einfach noch eine
eine Schwäche oder eine Laxität im Grunde Das genommen, ist ja, auch für durch die, die die nicht Hormone. stillen. Du hast das, Ja, ja, das ist auch für die, natürlich. die nicht stillen. Ja, Ja. das dauert einfach seine Zeit und du hast immer noch eben diese Laxität der Bänder im Inneren und der Darm, ja, diese ganze Verdauung, die Motilität, die Peristaltik, alles muss wieder dahin, wo es vorher war. Das Zwerchfell steht meistens noch oben und kommt nicht runter aus irgendwelchen Gründen. Dann mache ich da die Sit-ups drauf, aber deswegen arbeitet mein Zwerchfell das nicht besser deswegen. Ja, deswegen wird nicht der Brustkorb vielleicht wieder in seine normale Stellung kommen, weil jetzt kommst du, erzähl bitte das mit dieser Übung, die wir im Kurs gemacht haben. Das ist so cool und das können wir nämlich auch im Ultraschall sehen. Also das ist nicht, wir reden nicht einfach nur so aus dem Blauen raus. Die Sabine macht in ihrer täglichen Arbeit, die macht Ultraschall. Sie sieht die Bauchmuskeln im Ultraschall. Und erzähl doch mal, wie das funktioniert mit dem Transversusanspannen und wie bei wirklich einigen Leuten, auch aus unserem Kurs jetzt, wir haben das ja geübt an uns, wir haben das getestet, sofort die andere Muskulatur übernimmt anstatt der tiefen Muskulatur. Und das ist die Gefahr, wenn man einfach diese großen Muskeln zu viel zuerst trainiert. Du weißt, was Genau. ich meine, oder? Ja, war nicht nur, also das ist ganz, ganz häufig, ja, wenn ich dann im Ultraschall schaue, was lasse ich einfach den Beckenboden aktivieren. Und wir wissen, dass der Beckenboden mit dem Transversus verbunden ist. Und wenn ich dann den Transversus schalle in dem Moment und sehe, also man muss sich das so vorstellen, dass die Bauchmuskeln zu dritt übereinander liegen, wie so die Finger, und der unterste ist praktisch der Transversus Abdominis. Dann kommen die schrägen internen und oben drüber die schrägen externen Muskeln. Und wenn ich dann aktivieren lasse, dann ist es ganz oft so, dass direkt hier die schrägen Bauchmuskeln im Gesamten total groß werden und richtig übergriffig und versuchen da einen Beckenboden zu aktivieren über den Bauch, dann weiß ich schon, okay, hier müssen wir erstmal klar machen, wie machst du denn deine willkürliche Beckenbodenspannung? Wie aktivierst du denn deinen Beckenboden? Weil wenn ich das direkt sehe, und das spüre ich auch unterm Schallkopf direkt, ja, also eigentlich brauche ich den Schallkopf jetzt nicht mehr, sondern wenn ich den spüre, ah, da ist eine Menge Druck, oder auch wenn ich über der Symphyse schalle, wenn ich die Blase schalle, wenn ich da merke, dass dann so ein richtiger Druck gegen meinen Schallkopf kommt, da weiß ich schon, jetzt müssen wir gerade noch mal von vorne anfangen und erstmal schauen, erstmal Wahrnehmung Beckenboden machen, weil einfach diese große Muskulatur übernimmt. Ja, unser Körper kompensiert, der macht das, ja, der schafft das auch und kompensiert. Aber wenn wir ihn halt so lange außer Acht lassen, den Transversus nicht aus seinem Dornröschenschlaf erwecken und den Beckenboden nicht in die Wahrnehmung kommen, das sind ja unsere lokalen Stabilisatoren. Ja? Wenn wir die nicht ansprechen, dann haben die eine schlechte Aktivierung. Und eine schlechte Aktivierung der lokalen Stabilisatoren bringt der ganzen Stabilität im gesamten Körper nichts. Und das sehe ich halt immer wieder, dass es da viel zu viel Training, viel zu starker Impuls, viel zu starke Reize, viel zu hoher Anspruch, um die lokalen Stabilisatoren überhaupt anzusprechen. Ja, die brauchen das nämlich alle nicht. Ja, die Werden ja brauchen gar nicht Tiefenhänger. angesprochen. Die Genau. werden nicht angesprochen, ja. Und das ist ein Problem in meinen Augen. Könnt ihr ja auch mal drüber nachdenken, dass es wichtig ist, dass wir gerade diese geschwächte Muskulatur oder diese zum Teil geschwächte, zum Teil reaktionsarme Muskulatur einfach wieder erwecken, dass sie wieder in ihre Arbeit kommt. Und dann können wir natürlich auch von oben weiterarbeiten und alle Muskulatur mitnehmen. Und von mir aus, wer das unbedingt machen will, soll von mir auch seine Sit-ups machen, wenn das gut halten kann. Ja, also ich mache keine mehr, werde ich auch nicht mehr, weil ich möchte gern noch ein bisschen kontinent bleiben. Aber wer es machen will, soll es machen. Ich meine, du siehst es ja beim Ultraschall, ne? Wenn die Frau Ja. mit dem Kopf hochkommt, du siehst ja sofort, wie sich die Blase nach unten drückt. Ja, und das ist halt die Gefahr nach einer Geburt, wenn alles noch weich ist und wenn halt im Inneren die Organe immer noch nicht so befestigt sind, wie sie vorher waren, dann ist das Prolapsrisiko einfach erhöht dadurch.
Also kannst du nicht anders sagen. Ja, wieso soll ich das ständig weiter pushen? Ja. Also ja, da fehlt mir dann das Verständnis für. Warum sollte ich das fördern in Ja, was dem ist dann Moment? letztendlich, ne, hängt es dann auch wieder zusammen? Vielleicht funktioniert es nicht, weil der Thorax, also weil der Brustkorb nicht richtig eingestellt ist. Vielleicht kann sie das nicht, weil sie keine neutrale Haltung von der Wirbelsäule hat. Vielleicht hat sie eine Verkürzung in der Beinmuskulatur. Vielleicht stimmt was mit den Adduktoren nicht. Vielleicht ist was mit dem Iliopsoas. Also, ne, und das müssen wir einfach betrachten. Und da finde ich es wichtig, also das war ja auch ein Wunsch von ganz vielen in der Fortbildung, sie wollen ordentlichen, einen schönen Befund Ja, haben. genau, Ja, und richtig schön. genau das ist der Punkt, ja. Also mein Befund, den ich in meinen Unterlagen habe, den kann ich mir gerade irgendwo hinschieben, weil der ist darauf überhaupt nicht ausgelegt. Ja, also der ist gerade auf diese Problematik, Postpartum, jetzt im Speziellen, überhaupt nicht drauf ausgelegt. Klar, wie auch. Und wir haben jetzt halt diesen Befund gemacht, der ist auch nicht klein, aber ich finde es immer wieder gut, wenn ich meine Befunde mache. Sobald ich die Befunde mache und sie mir hinterher durchlese, auf einmal geht es so bing, bing, ah ja, genau, ah ja, das, ah, stimmt, deswegen, ah, okay, jetzt kommt die Verbindung, ja. Und das finde ich an Befunden total toll, dass es dann auch für uns viel klarer wird, ja. Ich weiß, ich habe das früher gehasst, Befunde zu schreiben. Oh mein Gott, in der Orthopädie Befunde schreiben. Oh, furchtbar. Aber da macht es mir Spaß, ja. Das macht Genau. mir Spaß, einen Befund zu schreiben, weil es erleichtert so die Arbeit, ja. Und dann, was ja auch oft ist, dann haben wir so viele Sachen, ja. Wir haben ja eben auch gerade erzählt, eigentlich ist es das oder jenes oder also verschiedene Punkte im Körper, die man behandeln müsste. Und dann kommt auch oft die Frage, ja, wo fange ich denn jetzt an? Ja. Was würdest du sagen, Nicole? Wo man anfängt. Ja. Gute Frage. Ich lasse mich da eigentlich immer leiten. Ich fange auf Ja. jeden Fall nicht mit Übungen an. Ich fange nicht an, zuerst Übungen zu machen, zu sagen, oh, da ist eine Rektusdiastase von 2 cm. Lass uns Übungen machen. Ich glaube, ich fange immer erstmal mit Lösen an. Ich gucke, was ich lösen muss, damit ich woanders aufbauen kann. Was bringen mir wirklich Bauchmuskelübungen, wenn dieses Becken nicht aus dieser Kippung rausgeht? Ja, wenn ich dieses Becken nicht aus dieser Vorwärtskippung rausbekomme. Und da fange ich dann an. Ja, oder je nachdem, was halt das Wichtigste für die Frau ist. Wenn die Schmerzen hat, guck, Genau, woran ja. liegt es, woran könnte es liegen und wie sind die Zusammenhänge? Also worauf ich eigentlich hinaus will, es ist jetzt gar nicht wichtig, nach einem bestimmten Plan anzufangen, sondern irgendwo anzufangen. Und was du gerade gesagt hast, ganz klar, wenn die Frau ein Problem hat, was sie jetzt in dem Moment wirklich stört und wo sie sagt, da, das kann ich jetzt nicht. Und dann fangen wir da an. Und dann wird sich weitergearbeitet, ja. Also da gibt es jetzt keinen Fahrplan, wir müssen jetzt immer bei den Füßen anfangen oder wir müssen jetzt da anfangen, sondern das ist tatsächlich auch eine, ja, vielleicht auch eine Erfahrungssache, ja, aber letztendlich auf die Frau zu hören und wenn die sagt, heute habe ich das Problem, dann gehe ich an das Problem. Ja. Und was mir bei der Fortbildung aufgefallen ist, ist, dass ich habe dann immer gesagt, hier seht ihr ganz genau das und das und da seht ihr ganz genau das und das. Und dann kam eine Teilnehmerin und hat gesagt, du sagst immer, da sieht man ganz genau das und das, ich sehe da nichts. Ja, also man muss auch das Auge erstmal schulen für das, was da im Argen ist. Ja, Ja. sieht vielleicht nicht jeder auf den ersten Blick, dass dieser Brustkorb so weit ist und dass da irgendwas nicht stimmt. Und dass die eine Patientin von mir, die kam schon gar nicht richtig ins Sit-up. Ja, also nur als Test. Ich mache das ja immer nur als Test. Die kam aus diesem weiten Brustkorb. Die hatte so einen richtigen Knick oben in der LWS oben. Da ist ja irgendwie sieht das komisch aus. Die kam schon gar nicht rund. Ja, die kam schon gar nicht richtig hoch, weil sie diese Kraft überhaupt nicht herstellen konnte in den Bauchmuskeln, weil die internen Obliqui, die schrägen, viel zu fest waren. Ja, und dann kann ich nicht anfangen, eben diese Bauchmuskelübungen zu machen, wenn ich nicht erst hier diese schrägen Bauchmuskeln löse. Ja, Ja, ja. so ist unser Ansatz. Genau, also man sieht schon, dass es so, ne, dass es schon auf sehr vielen Ebenen behandelt. Also wir behandeln viel auf sehr vielen Ebenen. Ja, Behandlungen gibt, die wir den Frauen anbieten können, um sie einfach dahin zu unterstützen, wieder in ihre normale Funktion zu kommen.
Und die Frauen finden das auch, also ich, ja, alle toll. Ja, dass sie auch angefasst werden, ne? Dass das Ja. Baby ist raus und jetzt wird sich nur noch um das Kind gekümmert und dann kommen sie zu uns und wir fassen sie wieder an. Und das ist so schön auch für die Frauen, da einfach mal in so einem Space zu sein, wo sie mit Händen behandelt werden, wo geschaut wird, wo ist was. Also das hat ja auch eine psychosoziale Komponente, ja. Also das finde ich auch wichtig. Und dass wir dann mit unseren Behandlungen auch was bewirken können, das ist natürlich dann umso schöner, ja, wenn man das kann. Ja, Ja. und da kommt direkt der nächste Punkt, dass sehr viele sagen, nee, die Patienten sollen alle aktiv was machen. Und wenn jemand einfach nur liegt, dann ist es nicht effektiv, was völliger Schwachsinn ist. Ja, man muss manchmal einfach an den Iliopsoas ran oder man muss an die Abduktoren ran oder man muss an die Faszien ran, ja, und einfach mal da ein bisschen hier Ja. Zeug lösen, damit das nach oben auch gelöst wird. Über die Beine zum Beispiel, ja, aber. Ja, dieser Trend, ne, immer wieder schnell zurück in Job und Beruf und wie auch immer, oder schnell wieder zurück in die Figur und bloß nicht sehen, dass ich schwanger war und so weiter. Das ist natürlich ein Trend, ja. Und da habe ich neulich mit meinem Mann drüber gesprochen und dann fand ich ganz schön, da hat er dann gesagt, ja, aber wenn die dann auch alle wieder so fit sind und wieder so viele Muskeln haben, wo ist denn dann die Weichheit hin? Das Baby braucht es doch kuschelig weich. Das ist sicherlich für jeden anders zu empfinden, aber ich fand diese Idee eigentlich ganz schön, ja, dass man nach der Geburt und auch halt noch ein bisschen danach einfach auch ja diese Weichheit braucht, ja, und nicht direkt wieder zurück in diese Anstrengung, in diesen Druck, sondern das auch einfach mal zu genießen, ja, dass man so weich ist, auch vom Körper, ja, und dass man einfach da in so einer Nestsituation ist und das einfach auch mal genießen kann und es nicht immer so, also manchmal ist es wirklich so, dass es so, ja, ich weiß nicht, so, es wird so weggetan, ja, oder so als nicht gut empfunden, ja, also vielleicht. Es wird pathologisiert. Ich finde das Wochenbett vielleicht noch nicht Ja. so, aber sobald das Wochenbett vorbei ist, wird das so pathologisiert. Ja, dann muss wieder alles tipptopp sein und so weiter. Ja, also ihr lieben Frauen, lasst euch da nicht. Also es gibt Frauen, die das auch möchten und wollen und sowas. Ja, also das kann ja jeder machen, wie er möchte. Aber trotzdem so dieses Gefühl von dieser Weichheit und von dieser Nähe und von diesem Nest und von diesem Kuscheln und so weiter. Das finde ich auch schon einen schönen Aspekt nach einer Geburt im ersten Jahr, wenn man so ein kleines neues Menschlein da auf der Welt hat und im Arm hält. Ja. Ja, da muss man nicht gleich wieder auf Hochtouren fahren, ja. Nee, und ich denke, das hat der Körper schon auch richtig so gemacht, ja, hormonell. Ja, dass das einfach Polster angehäuft werden, einfach für die Reserven auch. Die Zeit ist anstrengend und wir haben halt als Frauen diese Hormone, die können wir auch nicht wegtrainieren. Ja, 90% von dem, was in der Rückbildung passiert, können wir nicht wegtrainieren. Ja, das sind Prozesse, die im Körper passieren. Ja. Und was ich auch noch wichtig finde, ein Drittel der Frauen hat eine problematische Rektusdiastase. Drei Viertel, also ein Viertel hat ein Problem mit einer Rektusdiastase und die anderen drei Viertel haben nichts. Es geht von alleine weg. Es geht von alleine weg. Ja, also das finde ich auch nochmal wichtig, dass das hier auch nicht pathologisiert wird und dass jede Rektusdiastase behandlungswürdig ist und Genau. ein Geschäft daraus gemacht Ja, wird. und so wie mit dieser Pathologisierung von der Rückbildung. Ja, das ist alles ein normaler Prozess und ja, das meiste geht wieder weg, aber es gibt dennoch die Frauen, die haben wirklich richtig, richtig Probleme Ja. und die haben richtig große Rektusdiastasen, die haben weiche, weiche Bäuche in der Mitte, wo der halbe Darm rausquillt und eben aufgrund einer Studie zu sagen, mach Rektusdiastase, mach Sit-ups, weil das bringt deine Es schadet deiner Rektusdiastase. Rektusdiastase nicht. Es schadet nicht und mach das doch einfach, dann geht die Rektusdiastase zu. Das finde ich dann wirklich grob fahrlässig. Ja. Ja. Ja, und das ist halt das Problem. Also ich meine, da kann jetzt kein Trainer, keine Trainerin irgendwas dafür. Es ist ja auch nicht deren Job, Befunde Ja. zu machen und die Leute zu untersuchen. Aber ich würde doch bitte davon absehen, dann so Messages rauszuschicken, macht alle Sit-ups.
Ja. Ja, weil das, wir hatten auch im Kurs hatten wir auch noch ein paar, ich habe ganz viele Videos gezeigt. Und es gibt natürlich auch noch die andere Variante von Kompensationsmechanismen, nämlich wenn die äußeren schrägen Bauchmuskeln zu fest sind. Und das kommt einfach kann kommen von zu vielen Sit-ups oder wenn die einfach übernehmen. Und dann habe ich oben immer diesen verkrampften Rippenbogen. Und wenn das halt auf Dauer immer so gemacht wird, bei der Anspannung vom Bauch, drückt mir das einfach den Beckenboden runter. Ich meine, dass es von alleine wieder weggeht. Bei den meisten, ja. Ja. Ja, und zu uns kommen ja die halt Probleme haben. Das ist ja das. Ja, und wir kennen halt auch sehr viele Frauen, die in diese Trainings gehen, denen es aber wirklich was ausmacht. Ja, die gehören nicht zu den 35 Frauen, denen das nichts ausmacht. Das ist halt das Gefährliche. Ja, wenn ich eine Patientin habe mit so einer Rektusdiastase, wo der Darm durchquillt, und dann sage ich, ja, aber die Studie hat gesagt, Sit-ups und diese Sachen Man das nicht. verschlechtern das nicht, dann kann ich das doch machen. Und dann denken die Frauen wieder, sie sind komplett fehlerhaft, weil es bei ihnen nicht funktioniert. Ja. Und dann zu sagen, ey, aber es waren nur 35 Frauen, die alle ein BMI von 24 hatten und die alle 1,70 groß waren. Weißt du, die hatten vielleicht keine Kompensationsmechanismen in dem und dem und dem Sinn. Ja, die hatten vielleicht nicht das und das. Ja. Und die Also hatten ich vielleicht keinen Kleinscheibenvorfall vorher, weißt du? Also ich meine, man muss ja alles sehen. Du kannst ja nicht einfach nur. Ja. So eine Message daraus schicken. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, was das Problem mit diesen Messages ist, diesen Botschaften mit macht Sit-ups, das hilft der Rektusdiastase. Klar gehen die meisten Rektusdiastasen von alleine weg, aber auch wenn die meisten von alleine wieder weggehen, sollten Übungen in der Rückbildung nicht so konzipiert werden, dass sie den intraabdominellen Druck so extrem erhöhen, dass es zu einer Gefahr für den Beckenboden und für die inneren Organe wie Blase, Gebärmutter oder auch den Enddarm kommt. Ja, wir wollen das vermeiden, weil eben dieses ganze Gefüge noch nicht fest ist. Und wir gehen einfach mal davon aus, dass das im ersten Jahr so ist. Die Bänder brauchen sehr, sehr lange im Inneren, um wieder genauso fest und stabil zu werden wie vorher. Die Aufhängung der Gebärmutter braucht lange, um zu schrumpfen, auch wenn die Gebärmutter sehr schnell schrumpft. Ja, die ist nach 2 Wochen wieder so groß, wie sie vorher war, aber das sind die Faszien außenrum halt nicht. Und die Bänder sind das auch nicht. Und wir wollen das nicht fördern, dass wir durch Übungen wie Sit-ups und eben diese ganzen Übungen, die den intraabdominellen Druck halt so extrem erhöhen. Dazu gehört auch beide Beine in die Luft, ein Bein in die Luft können Frauen oft nicht halten, egal ob sie eine Rektusdiastase haben oder nicht. Es ist wichtig, dass wir aus der Tiefe raus stabilisieren, dass der Transversus Abdominis angesteuert werden kann und dass nicht die großen Muskeln, diese globalen Stabilisatoren, die Show stehlen. Ja, so passiert kein motorisches Umlernen, was in der Tiefe stabilisiert. Es ist bei jedem Gelenk so. Schulter, Knie, überall brauchen wir zuerst die kleinen Muskeln, die gelenknahen Muskeln, um das Gelenk zu stabilisieren. Und dann kommt Bizeps, Quadrizeps und der ganze Kram. Ja, wir haben keine Propriozeption in dem Sinne in den großen Muskelgruppen. Die haben wir in den kleinen gelenknahen Muskeln. Und na klar, ist der Bauch kein Gelenk, aber wenn man es einfach so sieht, dass die Bauchmuskeln alle, dass die zwischen Brustkorb und Becken aufgespannt sind, dann kann man das so als Gelenk nehmen und die müssen sich bewegen, die müssen sich mit jeder Atmung ausdehnen, die müssen sich jeder Bewegung anpassen und die müssen mit der Verdauung auch, ne, die müssen sich ausdehnen können. Das ist der Rumpf, das ist das Spiel des Rumpfes und Druckausgleich und so weiter. Das müssen die Bauchmuskeln machen, aber es ist trotzdem genauso, dass wir zuerst in der Tiefe stabilisieren müssen. Und auf dem Rücken ist es genauso. Wir brauchen zuerst die Multifidi, die kleinen,
Und wir trainieren nicht einfach wild die großen Muskelgruppen auf. Klar, das gehört auch dazu. Wir müssen das irgendwann auch wieder anleiten. Es ist aber nicht wirklich, es macht eigentlich nicht wirklich Sinn, das sofort am Anfang zu tun. Dann müssen wir nochmal unterscheiden, dass es Rektusdiastasen gibt, direkt postpartum, nach der Geburt. Da macht es auch, also nicht auch, da macht es keinen Sinn, mit den großen Muskelgruppen anzufangen, weil sonst eben in der Tiefe nichts passiert. Der Transversus, der kommt nicht, den kriegen wir nicht, wenn wir einfach das überlagern mit den großen Muskelgruppen. Und die Kompensationsmechanismen, die haben wir ja schon angedeutet, darüber sprechen wir ausführlich in unserer Fortbildung. Und auch wie man das behebt und wie man das behandelt. Und dann, wenn jetzt eine Frau nach 3 Jahren noch eine Rektusdiastase hat, macht es am Ende auch keinen Sinn, das zu überlagern mit großen Muskelgruppen und zu sagen, oh, die hat noch eine Rektusdiastase, jetzt muss ich eben noch mehr Sit-ups machen und noch mehr Planks und noch mehr die Beine in die Luft heben, damit der Bauch anspringt. Wenn die tiefe Muskulatur, wenn der Transversus nie gelernt hat, anzuspringen und angesteuert werden kann, wenn das Zusammenspiel zwischen Beckenboden und Transversus in den 3 Jahren noch nie funktioniert hat, macht es am Ende auch keinen Sinn, dann diese Sit-ups zu machen. Das ist unsere Sichtweise. Und wir haben halt ein Problem damit, dass jeder ein Geschäft aus den Rektusdiastasen macht und einfach. Ich meine, wer uns folgt, der weiß das schon lange, dass sich einfach alle Leute als Rektusdiastasen-Experten präsentieren und darstellen und sündhaft teure Sachen verkaufen und Wissen in Anführungszeichen verbreiten, was im ganzheitlichen Zusammenhang einfach keinen Sinn macht. Das regt uns auf, ja, dass das eben Hinz und Kunz Bescheid weiß über alle Zusammenhänge und es aber am Ende gar nicht weiß, weil wir sehen es ja immer wieder. Die Frauen kommen zu uns in die Praxen und machen genau diese Übungen und es wird einfach schlimmer dadurch. Nochmal zurück, was wir unterscheiden müssen oder was wir einfach nochmal sagen müssen, die meisten Rektusdiastasen gehen weg. Die, die nicht weggehen, da müssen wir einfach aufpassen, was wir machen, dass wir zuerst die tiefe Muskulatur ansteuern, lernen, dass wir das den Frauen beibringen, wie das geht, dass wir schauen, was liegt im Argen, weil ich meine, es kann einfach eine Gewebsschwäche sein, es kann ein Riss in der Faszie sein, die Linie alba kann so dünn sein, dass sie sich nicht mehr regeneriert. Da komme ich auch mit Sit-ups nicht hin. Ja, es gibt diese Rektusdiastasen, die brauchen irgendwann eine OP. Eventuell, ja, weil einfach nichts mehr stabil wird, aber es wird nicht stabiler von der, wirklich von der Tiefe raus, es wird nicht wirklich stabiler, wenn ich eben diese globalen großen Übungen draufsetze. Und auch bei den Rektusdiastasen, die jetzt, ich sag mal, im normalen Maße nicht operiert werden müssen. Also die schlimm genug sind, instabil genug sind, die groß genug sind. Wir haben ja gesagt, die Breite macht nichts, aber wenn das einfach zu weich ist, wenn die Mitte zu weich ist, wenn die Faszie, wenn die Linie alba keine Spannung mehr generieren kann und keine Kraft mehr übertragen kann, ist ein Ansatz zu schauen, wo hängt es denn im Körper? Warum klappt die Kraftübertragung nicht? Ist vielleicht der Brustkorb zu weit? Ist er zu eng? Sind wirklich vielleicht die schrägen Bauchmuskeln überspannt, einfach durch diese Übungen oder durch Kompensationsmechanismen, die diese Frau schon die ganze Zeit macht. Und auch durch Übungen wie Transversus anspannen und dieses ständige Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen, macht für manche Patientinnen einfach keinen Sinn. Es ist keine gute Anweisung. Und wenn ich es so sage und erzähle, merke ich, wie wenig Sinn das macht, große globale Muskeln auf einen Körper draufzupacken, ohne zu wissen, was sonst noch abläuft, und das dann als Rektusdiastasenwahrheit zu verkaufen und im wahrsten Sinne zu verkaufen. Und dann, ja, könnte ich jetzt noch einen Roman drüber erzählen, aber das sind halt die Sachen, die uns beschäftigen, die uns aufregen und die wir einfach
in der Sichtweise und in der Denkweise sehr für sehr beschränkt halten. Ne? Und was tatsächlich eine Rektusdiastase stabiler macht, was den Rumpf stabiler macht und was im Endeffekt auch eine Rektusdiastase verschmälern kann, das sehen wir auf dem Ultraschall. Das ist der Transversus Abdominis. Das ist die korrekte Aktivierung vom Transversus Abdominis im Idealfall im Zusammenspiel mit dem Beckenboden und mit der Atmung, weil wir brauchen das für das Zusammenspiel, auch wenn es für manche vielleicht langweilig ist, immer mit der Atmung, aber wir kommen an diese Muskulatur so viel besser ran. Es gibt so tolle Übungen dafür, mit oder ohne Atmung, aber was wir brauchen, wenn wir eine Rektusdiastase stabilisieren wollen und am Ende auch verkleinern wollen, dann brauchen wir den Transversus Abdominis und da kommt man am Ende einfach nicht drum rum, sich damit zu beschäftigen, anstatt mit Sit-ups. Also wie gesagt, wir sehen das auf dem Ultraschall. Das ist nicht erfunden. Das sagen wir nicht einfach nur, weil wir Sit-ups blöd und anstrengend finden und weil wir irgendwie gegen Leute reden wollen. Das sehen wir auf dem Ultraschall. So, das war jetzt das Wort zum Sonntag. Ja, dann sehen wir uns jetzt im April erstmal wieder live auf der Fortbildung und im Herbst wird es auch noch eine Live-Fortbildung geben. Da haben wir aber noch kein Datum. Da haben wir noch kein Datum, Und wir genau. brauchen eine neue Location, weil Weihnachtsmarkt ist in unserer Scheune. Und Und dann gibt es dazwischen aber noch eine Zwischenlösung es gibt noch eine sozusagen. Zwischenlösung, weil wollen wir es verraten? Ja. Wir verraten das. Weil wir machen nämlich aus der Fortbildung sind wir gerade dabei, alles hochzuladen und einen Online-Kurs draus zu machen. Das heißt, es wird im Mai. Am 1. Mai. Oh, jetzt bist du aber schnell. Wollen wir diesen Kurs launchen? Diesen Online-Kurs, Postpartum Pro. Und alle weiteren Infos folgen ganz, ganz bald. Also, wer Interesse hat, Wird ein großer, großer Kurs. ein großer, wichtiger Kurs. Ja. Nein, jetzt ohne Mist, das wird echt ein wichtiger Kurs. Ja, weil da genau die Grundlagen drin sind und die machen einfach das ganze Bild rund. Die Genau. machen das funktionelle Bild rund und dann wisst ihr ganz genau, warum manche Sachen einfach noch nicht so cool sind am Anfang. Ja. Ne? In diesem Sinne, In diesem Sinne, bis zum bis nächsten dann. Mal. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlass uns doch gerne eine Handvoll Sternchen oder eine nette Rezension bei Spotify oder iTunes. Dann können wir noch mehr Leute wie dich erreichen, die das interessiert. Bis zum nächsten Mal.